Moin zusammen, Fennec hier. Monster Hunter Rise steht vor der Tür und dank IGN, die ein Exklusivinterview mit den Entwicklern am 4.2. hatten, haben wir ein paar neue Informationen bekommen, was uns im Monster Hunter Rise erwarten wird. In diesem Video schauen wir uns an, was wir durch das Interview und die neuen Twitter-Posts erfahren haben. Fangen wir also an. Die Entwicklung von Monster Hunter Rise begann bereits vor Release von Monster Hunter World. Und zunächst war geplant, die Gebiete in Teilgebiete zu unterteilen. Zwischen den Teilgebieten wäre, wie auch in den alten Monster Hunter Teilen, ein Ladescreen entstanden. Doch dies wurde wieder beiseite gelegt und nun ist jedes Gebiet komplett ohne Ladescreens, wie auch in Monster Hunter World, durchforstbar. In World mussten wir noch Fußspuren sammeln, um mit Hilfe der Spähkäfer die Monster aufzufinden. Dies fällt in Rise weg. Die Spähkäfer sind nicht mehr im Spiel vorhanden. Stattdessen sind die Monsterpositionen direkt auf der Map sichtbar. Doch erst wenn man einem Monster begegnet, wird auf der Map aufgedeckt, um welches Monster es sich handelt. Etwas suchen müssen wir also immer noch. Die Wunschliste aus Monster Hunter World wird in Rise übernommen. Somit können wir beim Schmied die Rüstung und Waffen auf die Liste setzen und stetig nachschauen, was man noch für Materialien benötigt, um diese auch zu craften. In den älteren Monster Hunter Teilen war das Craften der Waffen noch etwas kompliziert, da man nicht einsehen konnte, in welchem Ast des Waffenbaums man sich befindet. Dies wurde in Monster Hunter World geändert und in Rise wird dies übernommen. Hier können wir jetzt anhand der Waffenbäume sehen, welcher Weg der für uns am besten geeignete ist. Das Aufwertungssystem der Waffen wird angepasst. In Monster Hunter Rise ist die Anzahl der benötigten Materialien zum Aufwerten der Waffen verringert. Das Erfarmen von verschiedenen Waffen wird demnach etwas schneller. Dies bringt zwar zeitliche Vorteile mit sich, aber sicherlich auch Nachteile im Hinblick auf ein Kerngeschäft der Reihe, und zwar das Grinden. Endemische Arten. In Rise sind in den Gebieten überall Buffkäfer zu finden, die dir Verstärkung, sei es Verteidigung, Angriff oder auch Schärfe geben. Somit ist es nicht unbedingt nötig, bis zu einem gewissen Grad vor der Jagd die Kantine zu besuchen. In Monster Hunter World sind Schleifsteine, Fangnetze und Angeln nicht mehr kaputtbar und müssen nicht wie in Generations Ultimate nachgekauft oder gecraftet oder erfarmt werden. Eisgetränke verschwinden aus dem Spiel. Einzelspieler- und Multiplayer-Quests. In Monster Hunter Rise kommt es wieder zur Aufteilung in Einzelspieler- und Multispieler-Quests. Die Einzelspieler-Quests sind hier wieder wie in Generations Ultimate als Dorf-Quests erhältlich. Diese sind leichter als die Multiplayer-Quests und beinhalten höchstwahrscheinlich die Story. Die Multiplayer-Quests sind schwieriger und können, wie der Name bereits verrät, als Gruppe abgeschlossen werden. Der gesamte Dorfbereich der Multiplayer-Region ist mit allen Mitgliedern erforschbar. Hier ist man also nicht wie in World auf die Versammlungsstätte begrenzt. Begleiter. Man kann bis zu 2 Begleiter mitnehmen. Hier ist einem selbst überlassen, ob man 2 Palikus, 2 Palamuts oder von jedem einen mitnimmt. Wie auch in den Vorgängern kann man die Begleiter in Gebiete schicken, damit sie dort Materialien sammeln. Sprachkanal. Es gibt keinen Ingame-Sprachkanal. Wollt ihr also mit euren Teamkollegen reden, müsst ihr dies über eine andere Plattform organisieren. Fast Travel. In den Dörfern könnt ihr jederzeit die Fast Travel-Mechanik nutzen, um zu den verschiedenen Dorflokalitäten zu gelangen. Das Trainingsgebiet. Das Trainingsgebiet wurde verbessert. Hier befindet sich nun ein mechanisches Monster, welches ihr auch für bestimmte Situationen im richtigen Kampf anpassen könnt. Zudem ist das Trainingsgebiet auch im Multiplayer mit allen Mitspielern betretbar. Noch kurz allgemein zu den Begleitern. Monster Hunter Rise steht euch nicht nur ein Palico zur Verfügung und auch nicht nur ein Palamut. Wie in Generations Ultimate könnt ihr unter verschiedenen Palikus und Palamuts euer Team zusammenstellen und je nach Quest anpassen. Leider ist es nicht möglich, den Palico selber zu spielen. Gut, das war's mit den Neuigkeiten zu Monster Hunter Rise. Falls ich etwas vergessen habt, schreibt dies gerne in die Kommentare und dann habt noch einen schönen Tag und bis morgen. Tschüss!